Konzertbesucherinnen und Konzertbesucherinnen. Mit Alphornklang haben wir Sie begrüßt zu dem heutigen Konzertblock Urnermusik. Gespielt hat das Alphorn der Patrick Stadler. Mein Name ist Peter Giesler und ich werde nächste Musik machen, Sie durch das Programm führen. In diesem Programm möchten wir Ihnen die Vielfalt und auch den geschichtlichen Hintergrund von der Volksmusik in Uri näher bringen. Wenn man die Spuren von der alten Tanzmusik zurückverfolgt, stößt man schnell auf Namen wie Kasi Geisser, Xavier Grossholz, Alexander Imholz, Zgracke Josef, besser bekannt unter dem Namen der Teiftaler, Alois Titli und so weiter. All die haben unter dem Namen Echo von St. Gotthard gespielt in der ganzen Schweiz und sind heute noch ein Begriff. Die Musiker sind auch in den 20er, 30er Jahren bis nach Berlin, Paris oder Mailand gefahren, um dort die ersten Schellackplatten aufzunehmen. Ältere Quellen als die Schellackplatten gibt es nur durch schriftliche Überlieferungen. Glücklicherweise hat es da um 1900 in Altdorf einen stillen Sammler gegeben, der, so wie es scheint, alles aufgeschrieben hat, was ihm dazumal zum Ohr ist. Es ist eher der Unbekannte mit polnischen Wurzeln, Jess Krupski. In seinen rund 1000 handschriftlichen Manuskript hat er traditionelle Tänze gesammelt und aufgeschrieben, die in einer ähnlichen Form auch die anderen Regionen in der Schweiz kennen vorkommen. Ein Grossteil dieser Tänze sind auch in der Ami-Christensammlung wiedergegeben. Nach heutiger Kenntnis muss der Jess Krupski als der grösste Überlieferer sein von alter Volksmusik in Uri angesehen werden. Dank seiner Niederschriften weiss man ganz genau, was so um 1900 in Altdorf und Umgebung gespielt worden ist. So kehren Sie jetzt eben aus der Krupski-Sammlung vier Stück, und zwar der Klerenschottisch mit einem fastnächtlichen Motiv, wo man da alle fast alle Jahre gehört und drinnen verpackt ist, dann eine Mazurka, eine Polka und dann ein Schottisch. Die Besetzung, die Sie jetzt sehen, unter anderem mit Posaunen und Violinen, ist etwa nicht eine zeitgenössische Modeerscheinung, sondern sind gängige Instrumente in der alten Volksmusik. Thank you.
Ja, so oder ähnlich kennt es also um 1900 in Uri Denta. Die originalen Handschriften befinden sich heute im Staatsarchiv Uri. Gespielt haben die Tänze Maria Gehrig an der Violine, der Frenki Gehrig am Akkordeon, an der Klarinette haben wir den Sepp Wipfli gehabt und an der Posaune haben wir den Stadler Patrick gehabt. Mit dem Aufkommen von Radio- und Schellackplatten in den 1920er Jahren ist eigentlich die hittige Ländlermusik, so wie man sie kennt, entstanden. Mit den Aufnahmen von Eigenkompositionen von diesen Musikern haben die eine neue Einnahmequelle gehabt, durch die Visa. Das dürfte vielleicht auch ein Grund sein, warum die traditionelle Volksmusik eher in den Hintergrund geraten ist oder gar vergessen worden ist. Unter den bekannten Ländlermusikern nimmt der Akkordeonist Johnny Giesler, der mittlerweile mit dem Franz Gehrig am Klavier Platz genommen hat, seit Jahrzehnten eine besondere Stellung ein. In seinen rund 200 Kompositionen hat er seine ganz persönliche Musiksprache entwickelt. Seine Tänze gelten als technisch anspruchsvoll und doch sind sie gehörfällig. Man sagt, wer am Johnny seine Stücke spielen kann, ohne einen Haufen zu schiessen, der kann etwas. Und da so einen, der keinen Ton weglassen muss. Einer, der keinen Ton weglassen muss, ist der junge Akkordeonist, der da ist, der Frenki Gehrig. Der junge, aufstrebende Musiker hat gar keine Schwierigkeiten, an die schwierigsten Stücke auf den Ton genau am Johnny Giesler nachzuspielen. Aber überzeugen Sie sich doch gerade selber im nächsten Block, wo wir typische Ländlertänze werden spielen. Wir machen hier einen moderaten Übergang, indem wir beim ersten Stück von Johnny Giesler Urnerfarben die alte Instrumentbesetzung mit einer typischen Ländlermusikbesetzung mit zwei Akkordeon, Kontrabass und Klavier vermischen. Sie werden hören, die Instrumentvielfalt ist euch in der Ländlermusik eine schöne Bereicherung. Als zweites spielen wir Ihnen den Urner Bedeler, ein Ländler von Kasi Geisser und dann der alte Schächentaler, ein Schottisch von Johnny Giesler und dann noch eine Kilbi-Spezialität, Kabis und Schaffleis von Johnny Giesler. Thank you.
hergeben. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir haben ein System von der Übernahme und der Einnahme. Ich zum Beispiel heiße nicht nur Patrizia Gisler, ich bin eigentlich mehr als einer von Peter Morionza. Isers Mami ist eins von Spiffen. Bitte, Adi ist eins von Blitz. Ich bin eine von Zackis. Bitte, Adi ist eine von Triangles. Bitte, Adi ist eine von Kuffer. Wir sind von Mittler Wiese. Wie das ist einer von den Butterkaris. Thank you.
super zugehört. Ganz im Wunsch von Peter entsprechend begrüße ich erst jetzt und nicht schon am Anfang, liebe Festivalbesucher und Besucherinnen. Das Volksmusikfestival Altdorf ist ja eigentlich ein nationales Festival, das im Umfeld des Haus der Volksmusik gestaltet wird. Möchte ich im Namen von Haus der Volksmusik und von dem Festival ganz herzlich begrüßen. Wir sind aber so froh, dass Thuner, Gemeinden, vor allem Altdorf und auch der Kanton Uri das Festival so stark unterstützt, dass wir selbstverständlich, nicht nur wegen dem, aber vor allem auch wegen dem, auch Urner Kosten präsentieren. Ich habe den Peter, er ist für mich der Maxi, der sich in der breiten Szene sehr gut auskennt, der Auftrag hat, uns etwas zusammenstellen, bringe ins Urner Musikdorf Bini und ihr habt es gehört, was er mitgebracht hat. Er hat wirklich Volksmusik im Wandel der Zeit und von den Generationen hier gezeigt. Der Johnny könnte von einzelnen von diesen Kindern, glaube ich, der Urgroßvater sein. Ich werde ihn nicht unterstellen. Aber so von den Generationen, vom Alter her, würde es etwas passen. Und diese Generationen da zusammen jetzt auf der Bühne zu sehen, ist wirklich schön gewesen. Und auch die verschiedenen Stilrichtungen von der gleichen Musik gespielt. Auch das hat mir besonders gut gefallen. Die meiste Musik, die wir da gehört haben, kann man übrigens bei Peter Giesler unten in seinem Geschäft Käufer auf Noten. Dann können wir das alles versuchen, nachzuspielen. Hätte ich nicht ausklingen. Aber versuchen kennt man es ja. Jetzt kehren wir aber noch einen Schlussbucke. Und ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass in einer Stunde hier das Programm weitergeht mit dem Willy Valotti als Konzertgestalter. Und er bringt uns sehr ganze breite musikalische Horizont mit. Ein Konzert, das wir nicht verpassen darf. Ich möchte euch jetzt schon begrüßen. Hier in einer Stunde wieder. Jetzt aber Schluss mit Urner Musik.